Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Railway Empire oder Gräserbauen mit Voxy. Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe es jetzt auf Pause gemacht und versuche zu finden, was ich als nächstes machen wollte. Buffalo ist angebunden, wir haben Syracuse angebunden und müssen weiter nach Albany. Brauerei steht zum Verkauf 1,2 Millionen im Augenblick. Kann ich mir nicht leisten, würde ich aber machen. Und die dann auch beliefern. Also das ist auf jeden Fall mein Plan, jetzt möglichst schnell hier rüber zu kommen nach New York, um ihm hier ja, einfach Konkurrenz zu machen und ihn dann möglichst aufzukaufen. Wir haben ja letztes Mal zum Schluss noch ins Unternehmen geguckt. Wir sind gleich auf und zwar gerade so. Ich habe viel mehr Strecke, aber ich glaube, das ist, weil es auch vierfach gelegt ist. Ich habe aber weniger Linien und Bahnhöfe auch, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo das zu sehen ist, wie viele Bahnhöfe man hat. Im Aktienmarkt bin ich gar nicht eingestiegen, könnte ich aber machen, habe aber im Augenblick ein bisschen zu wenig Geld. Aber eine alte Aktienweisheit sagt ja, man muss jetzt einsteigen. Es gibt kein gut oder böse oder gute oder schlechte, meine ich nicht. Schlechte Zeiten einzusteigen, sondern der beste Zeitpunkt einzusteigen ist immer jetzt. Aber dafür braucht man natürlich Geld. Ich habe auf Gleisbau gemacht, um eine Pause zu haben, denn auch das finde ich ist wirklich hart irgendwie. Ja, man will ja das Spiel auch ein bisschen genießen und ein bisschen zugucken, wie die Züge fahren und so. Das sieht ja doch eigentlich ganz gut aus, mal reinzoomen und so. Aber man hat keine Zeit. Das ist dieser Zeitdruck, der ist echt hart. Ja. Man muss sehen, dass man dranbleibt und weiterbaut. Hier oben ist irgendwas, ich weiß nicht, was es ist. Marmor vielleicht, das ist irgendein Luxusgut oder so, was wir anbinden müssten, könnten, sollten. Aber so richtig brauchen wir das noch nicht. Und jetzt war die Überlegung, mache ich das hier noch? Baue ich hier einen Bahnhof? Aber eigentlich, also nur wenn ich es woanders hin haben wollte, als nach Buffalo, glaube ich. Und verkehrt wäre das eigentlich nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich muss es nach Syracuse und wir können aber, wenn wir uns das hier nochmal angucken. Ja. Oh, Pittsburgh braucht es aber auch. Also ja, ich sollte das anbinden und ich sollte in beide Richtungen fahren. Und das ist auch eins der früheren, die man braucht fürs weitere Wachstum der Städte. Also das sollten wir schon machen. Und was haben wir noch? Wir haben den Mais. Von hier nach da, aber nicht nach Buffalo. Ach, bei dir auch gut versorgt sind im Augenblick. Holz hatten wir angebunden, das geht. Die haben kein Holz, müssen wir da einen Holzzug bauen. Wo kann man da noch mal gucken, wenn ich hier anklicke, angeschlossene Betriebe. Ach so, an den Bahnhof, genau der eine, aber hier 100%. Das müssen wir mal aufrüsten. Und dann, wenn wir hier gucken, wir haben nur den einen nach Pittsburgh. Okay. Also ich versuche jetzt erstmal mit dem zu gucken, was wir haben, was wir da wieder kommen. Buffalo ist nicht perfekt angebunden. Syracuse gar nicht. Okay. Kriegen wir das hin? Huch, Entschuldigung, ja, kriegen wir hin. Aber wir müssen den Bahnhof hier mal aufrüsten, dass wir hier eine Wartung haben und dann machen wir eine neue Linie. Ich würde jetzt von hier nach da, aber auch nach da fahren und bei der Beladung diesmal manuell wählen. Das heißt, wir haben hier volle Kanne. Achso, kann man das eigentlich? Nee. So, und inzwischen habe ich auch rausgefunden, wie das geht. Ne? Wir machen hier das so in Buffalo. Ne? Macht das weg, dann eine beliebige andere Fracht. Ach, will ich nicht kaufen. In Syracuse machen wir das Holz weg. Eine beliebige andere Fracht rein. Und hier. Achso, wir müssen nochmal nach Buffalo fahren. Auf dem Rückweg. Und da laden wir alles aus. Freier und unabhängiger Journalismus, ein Eckpfeiler Und unserer dann Nation. fahren wir leer wieder hier zu der Lichtung und laden Holz ein. Das soll so unsere Strecke sein. Probleme in Toledo, Reporter deckt mich schon auf. Ja, okay. Ein Ziel von Das Problem kenne ich.
diese falscher Presse gekommen. Lassen wir mal ihn fahren. Und er kriegt hier nicht alles eingeladen, aber wir können den eigentlich noch weiter aufrüsten, damit wir da mehr raus abtransportieren können. Gehört dieser Betrieb hier uns? Ja, auch. Auslastung zu gering. Und da können wir auch reingucken, was wer und gucken, wer hier fährt. Keiner im Augenblick? Glaube ich nicht. Genau, der. Das ist der Einzige, der hier im Augenblick das Getreide bekommt. Oh, rauchen diese Pläne die kannte ich noch nicht. Danke. Die Mast. Ja. Wenn ich das für wenig Geld kriege, dann kaufe ich das, kümmere mich aber nicht weiter drum. Also die sind schon angebunden und es wird abtransportiert. Nee, im Augenblick gar nicht, aber wird vielleicht noch. Wenn wir da vorher gucken sollen. Aber ich meine, wenn ein Bahnhof ist, das wird schon funktionieren. Aber ich muss hier oben weitermachen. Hast du schon meine neue Fabrik bemerkt? Alles auf dem neuesten Stand der Technik. Was hat er hier für ein Problem? Warum ist da ein Ausrufezeichen dran? Achso, jetzt schon eine Panne. Blöd. Die Versorgungstürme. Da müssen wir gerade mal gucken, ob hier welche stehen. Ich glaube, steht keine an der Bestechung. Senkt Baupreis für Bahngebäude, Fabriken und... Ja. Nehme ich. Ich wollte das zwar haben, aber bitte, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Genau. So, machen wir einfach hier so hin. Die sind schwer zu sehen, ne? Wo die, hier sind das so diese grünen Pünktchen da. Okay. Und sonst weiß ich nicht wo. Naja. Muss vielleicht auch nicht sein, die werden sich dann irgendwann melden, wenn sie brauchen. Die Züge meine ich, wenn sie Unterstützung brauchen. So, was brauchen die jetzt noch fürs Wachstum? Die haben kein Mais, wird aber eigentlich geliefert. Zucker haben sie, Stoffe haben sie nicht. Unsere Stofffabrik, da können wir mal gucken, wie es ihr geht. Die hatten wir gekauft. Das ist keine Baumwolle vorrätig, aber sie produziert fleißig. Die Auslastung ist immer, fällt immer, ne? Wenn es alle ist. Also das heißt, wir haben hier zu wenig. Hast du schon meine neue Fabrik bemerkt? Alles auf dem neuesten Stand der Technik. Er ist echt dabei, auch so in die Wirtschaft mit einzusteigen. 9 pro Woche nur. Das ist echt wenig. Wo ist denn mein Zug, der das abholt? Hier steht gerade und wartet. Tja, Liriax hat das neulich gesagt, ne? Also nicht in einem Kommentar, aber so, als er mit mir gesprochen hat, also Liriax, Zuschauer, Mitspieler von mir, er meinte, dass so eben nur 2 Gleise genutzt werden können, so wie ich jetzt baue. So, ne, so, und sie stehen halt hier im Stau. Hier, er hier mit Passagieren. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Er mit der Baumwolle und so. Und das ist halt hier zu wenig. Ne? Er hat jetzt 8-mal Baumwolle geladen und hier warten schon wieder 10 und wir kriegen einfach zu wenig angeliefert. Ich glaube, ich sollte diesen Zug hier. Ja, ich sollte ihn klonen. Glaube ich. Das ist zwar noch mehr Belastung sozusagen für die Strecke, aber es hilft ja nicht. Nichts. Und ich würde sehr gerne auch die anderen Gleise anfahren von dieser Seite aus, aber dann wird halt die Vorbereitung vorher, also die Strecke, die man braucht, um die ganzen Weichen zu legen, weil man kein Kreuz bauen kann, das ist ja dann hier irgendwo. Also weiß ich nicht genau, ob das schick ist, ob das so sein soll. Lokführer.
Welcher ist das? Er hier. 6%, ja, ja, aber 2000 ist ja so teuer. Ein Zugbegleiter für die Hälfte stelle ich ein. Und dann können wir das hier gucken. Nee, kann man hier nicht durchblättern, muss man hier durchblättern, gucken. Viehzucht nahe Charlotte für 600.000. Nee, habe ich gezögert. Will ich nicht haben, aber ich muss expandieren. Ich bin hier immer noch dabei, nicht nur rumzutüdeln. Machen wir, weil wir es uns leisten können, auch gleich wieder einen großen Bahnhof nach Albany. Und gucken wir mal nach dem Weg. Ich glaube, das wird teuer. Das werden höchstwahrscheinlich Tunnel werden hier. So, dann schließen wir die so an. Ja, das ist definitiv ein Tunnel. Uff, aber krass tiefer Einschnitt hier auch. Müssen wir machen. Hilft alles nichts. Und gleich parallel dazu. Ist dann schon nicht mehr ganz so viel. Und am besten auch gleich wieder anschließen und benutzen, Geld verdienen. Ist das hier richtig? So, ja. Das kriegen wir hier vor dem Tunnel noch hin. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich müsste es auch, also muss ich jetzt so sparen, das ist immer die Frage. Was muss ich machen? So. Tja, ich weiß eben nicht, ob ich gegen diesen Doc Murphy da noch aufholen kann. Weil das ist halt jetzt so dieser Punkt, ne, wo er so viel Geld hat und einfach wo die KI einfach achso, das wäre jetzt Quatsch gewesen. Naja, für später ist das in Ordnung. Die hat einfach so viel Geld und kann ohne Unterbrochen bauen. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Und er sabotiert mich die ganze Zeit. Ja, muss mal gucken, ob wir noch ein Signal. Ja, doch, es geht. So. Und dann packen wir da auch gleich eine Linie hin. Erstmal Personenverkehr. Oh, die stellen auch Bier her. Vielleicht lassen wir es im Augenblick noch auf automatisch. Halt, hier können wir auch einen Lokführer, wir haben ja einen. Hatten wir nicht? Ach nee, ich habe Begleiter, ne? Oder? Ja, ja, okay, jetzt so. Ja, ihr habt keine Aufgabe. So. Und Albany wächst jetzt schon. Braucht aber auch Getreide. Und Fleisch. Mal sehen. Wo kriegen wir denn Getreide her? Holen wir das von hier unten? Ja, oder von hier. Wir haben ja einen Zug. Sollen wir das so machen? Da ist gerade ein Mitarbeiter aus deinen Büchern gefallen. Oh, verdammt. Man kann nicht genau sehen, wer, ne? Wir haben eine Zugbegleiterin ohne Aufgabe? Wieso das? Versuch mal, ausgerechnet hier haben wir. So. Mhm.
erstes, Harris Hof. Ja. Warum nicht? Gehört ja sowieso, also wird ja von mir bedient, abgeholt zumindest. Also auf Stufe 3 aktuelle Auslastung ist ein bisschen zu wenig. American Central ist Liebling der Börse, Werterecht 22 Millionen. Das ist so krass, als ich vorhin geguckt habe, hat er 12 gehabt, wie ich. Na, ich habe 19. Hm. Muss schneller bauen. Noch schneller. Albany, kriegen die Mais? Ja. Getreide geht so. Holz gar nicht. Doch, kriegen sie auch. Okay. Fleisch war, glaube ich, ein Problem. Und es wird in Pittsburgh hergestellt. Und ich glaube, da habe ich keinen Transport im Augenblick. Machen wir mal noch eine neue Linie. Pittsburgh, Buffalo, Albany mit Fleisch. Nee, Fleisch priorisieren. Machen wir einfach so. Oder wir machen es. Ja, wir machen das manuell wieder. Das heißt aber auch, wir müssen zurückfahren und laden alles mit Fleisch voll. Laden hier 3 aus. Laden hier 3 aus. Und dann hier unten. Und ist das richtig so? Wieso ist denn der hier oben? Müsste nicht der zuerst angefahren werden? Gleich nochmal von Pittsburgh nach Buffalo, nach Syracuse, nach Albany, nach Syracuse und Buffalo. So muss das sein. Okay, gucken wir nochmal. Buffalo 3, Syracuse. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber ich war so frei, hier eine Fabrik zu errichten. Ah, freier und unabhängiger Journalismus. Ein Eckpfeiler unserer Nation. Und die, ja, so, okay, das ist gut. Toledo erreicht 90.000 Einwohner und ich bin der wichtigste Transporteur. Sehr schön. Reporter deckt Missstände auf schon wieder. Lok, ich würde jetzt die schnellste nehmen. Und den Zug auch klonen. Und hier mal gucken, wie die Produktion in der Fleischindustrie aussieht. Stufe 3, oder? Oder ist es Stufe 1? Kann man die kaufen? Zumindest können wir eine Auktion starten und wenn es keiner haben will, dann läuft es eigentlich. Dieser Typ, ne, der hat einfach zu viel Geld. Ja. Mehr kann er nicht. Mist. Das ist ja doof. Jetzt verdient er hier mit mir Geld. Mein Motto beim Bieten auf Auktionen ist ja so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja. Ziemlich brillant, wie ich finde. Ganz toll, aber wir müssen wirklich dafür sorgen, dass er hier mehr Fleisch produziert. Und das ist halt so übel eigentlich, ja, dass er mir da auch Steine in den Weg legen kann, indem er einfach nicht mehr baut oder produziert. Aber das liegt natürlich auch nicht in seinem Interesse. Wie viel Kühe haben wir denn? Zu wenig. Ne? Das ist hier. Dann geht's fast gut. Wir warten 29, 28 warten auf Abholung, oder? Was bedeutet das? Ja. Schließen wir die jetzt hier an? Lohnt sich das? Ich glaube, ja. Ich
wird es wohl machen. Was haben wir hier? Lokomotive verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. Ja, genau das meinte ich, ne? Wenn man hier so einen Versorgungsturm vergisst. Die melden sich dann schon. So, das wächst, sehr gut. Und die stellen Schnaps her. Aus Obst und Zucker. Du solltest deine Züge besser in Schuss halten. Obst kriegen sie von hier unten. Zucker kriegen sie eigentlich von uns. So, nur dass wir es halt nicht gemacht haben. Ich dachte, ja, es lohnt sich nicht. Ne? Der hat genug Zucker. Es kommt auch genug an, das geht. Obst müssen wir da machen. Was ist hier? Panne wegen niedrigem Zustand. Warum? Ah, das ist diese Wartungsgeschichte, oder? Wenn der nur zwischen Buffalo und Pittsburgh fährt. Wir hatten es ja jetzt eigentlich, ne? Also eigentlich gebaut. Vielleicht war es zu spät oder so. Und es wird einfach durch Wartung dann später nicht besser. So, wieso ist denn hier... Der hat doch das Sägewerk gekauft. Nicht genug Tiere hier. Das scheint eben so unsinnig zu sein eigentlich. Aber ich muss irgendwas anderes machen, um mehr Geld zu verdienen. Vielleicht doch nach New York schon ziehen. Ich guck mal ganz kurz, wie es mit dem Passagierbetrieb hier aussieht. Nach Buffalo? Haben wir hier keine Passagierlinie? Das hier ist einer, der, glaube ich, der mehrere Städte anfährt. Da muss ich nochmal gucken. Ach, das ist der Fleisch und zurück irgendwelche Waren. Ja, okay. Und er hier. War das der Geklonte? Okay. Ah, ist schwierig. Ich glaube, ich gehe weiter nach New York und sorge dafür, dass meine Stoffe abtransportiert werden. Ich weiß immer noch nicht, was das Zeichen darunter bedeutet. Ist das, weil es seine ist? Weil er orange ist und so? Mir ist das noch nie aufgefallen. Ich dachte, das wäre auch nur ein Zeichen für Wachstum oder so. Aber es ist dann die... Ja. Ist die Frage, wem es gehört. Es ist Zeit, mein Geld ein wenig für mich arbeiten zu lassen. Eine Schneiderei würde ich jetzt kaufen. Ich nehme an, dass man damit Geld verdienen kann. Gott, haben die viel Geld. Ja, das ist eben so dieser Tycoon-Aspekt, ne? Und das ist halt so. Weißt du was? Dann nimm du es doch. Ja, danke schön. Ich will es gar nicht mehr. Ja. Jetzt haben sie mich ruiniert. Es geht eben nicht nur darum, Eisenbahnen zu bauen und Waren zu transportieren, sondern eben auch... wieso ist das da unten rot? Dein neuer Bahnhof ist aber ganz schön nah. Ja, kann durchaus sein. Na, eben die Wirtschaft, ja, spielt auch eine Rolle. 64.000, das ist billig genug. Billig genug, dass ich das gleich viergleisig mache. Also das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, hier irgendwie sparen zu wollen. Oh. Dumm. Echt dumm. Weil er hier eine extra Brücke bauen muss. Ah, aber die Zeit ist schon wieder rum für die Folge. Tut mir leid. Machen wir beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen.
Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.